Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Car Mechanic Simulator 2018 hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind jetzt hier gerade dabei, die Ölwanne wieder an diesem Fahrzeug zu befestigen. Und das, der gute Mann, der dieses Fahrzeug gefahren ist, meinte doch glattweg, seine Ex hätte ihn ein Versager genannt, weil er nicht wüsste, wie man mit einem Auto umzugehen hat, weil er nur getankt und gefahren ist. Naja, gut. Ist ein bisschen drastisch, die Aussage, würde ich sagen, aber wenn er sich das zu Herzen nimmt und eventuell daran denkt, was da denn alles so passiert ist, dann könnte es dem Auto besser gehen, weil es sieht wirklich nicht gut aus. Wir mussten drei Kolben schon wechseln, wir haben jetzt unten die Ölwanne wieder dran geschraubt, weil wir die, die Kolben alles schon wieder drin haben, sind jetzt hier dabei, den Zylinderkopf draufzusetzen und brauchen jetzt im Zusammenbaumodus Nockenwellen. Zwei Stück, dann brauchen wir vier Zündkerzen und vier Zündspulen dann alles dazu, das kaufen wir jetzt erstmal. So, dann gehen wir hier mal kurz rein und dann sagen Nocken. Nockenwelle. Zweimal. Die braucht man ja. Dann brauchten wir. Wo war es denn? Zündspule. Diese hat er hier verbaut. Mindestens vier Stück. Dann nehmen wir alles mit, was wir haben. So, und vier neue Zündkerzen kaufen wir auch noch gleich. So. Zündkerzen können wir schon mal reinstecken hier im Kopf. Das tut ja nicht weiter weh. Schön eingeschraubt. Sehr schön. So, dann nehmen wir die Nockenwelle. Führen die ein. Und dann haben wir hier noch eine. So, und gucken wir, ich glaube, das Nockenwellenzahnrad war noch okay, aber. Genau. Also der generelle Zustand ist natürlich auch unter 50% bei dem Fahrzeug. Das ist natürlich sehr schade. Der Zahnriemen ist Schrott. Okay, dann brauchen wir einen neuen Zahnriemen. Den kriegen wir hier. Zahnriemen. Diesen hier. Kaufen. So, dann setzen wir den mal an. So, Steuergehäuse, das geht nochmal. Auch wenn es nicht schön aussieht, aber es geht. So. Kurbelwellenriemenscheibe, geht auch nochmal. Schraube rein. So, Tragrolle, die war kaputt, das weiß ich noch, da kann ich mich noch dran erinnern. Dann hätte ich die schon längst mal kaufen können, ne? Wenn ich mich dran erinnern kann, dass das gerade kaputt ist. Aber egal. Hat irgendwie nicht funktioniert. So, ich nehme mal an, dass der Riemenspanner auch Schrott war. Aber gut. Schraube rein. So, dann haben wir hier. Zoom mal ein bisschen ran hier an der ganzen Sache. So. Ein Keilriemen Typ B. Der ist hin. Keilriemen Typ B. Wir kommen gleich Typ A mit. Sicher ist sicher. Weil der ist ja auch dran verbaut und der könnte theoretisch Schrott sein. Oder Schrott gewesen sein. Mache auch. Sehr schön. So, dann der Riemenspanner. Der ist Schrott. Okay. Dann. Spanner. Okay. Den Riemenspanner, den können wir natürlich. Super schön hier. Und ach, wie schön der neu aussieht, ne? Das gefällt richtig. So. Dann brauchen wir noch. Ach ja, Luftfilter brauchen wir auch noch direkt. Bestimmt. Luftfilter. Dann können wir den nämlich hier schon mal auch wieder zusammensetzen. Dann kommt wieder mein beliebtes Minispielchen mit den Klammern. Das ist wirklich was, das, naja, also da gehen so sehr ins Detail an anderen Stellen dann, ne? Naja, egal, aber. So, Klammern dran. Dann können wir hier einen Abgaskummer Turbo anbauen. Der sah nämlich noch gut aus. Der Turbolader sah, glaube ich, auch noch gut aus. So, zack, da ist es dran. Die Abdeckung noch draufschrauben. Jetzt. Das ist natürlich eigentlich ein bisschen blöd, ja. Wenn man jetzt so schlecht an die Schrauben für den Turbolader rankommt. Oh, der Turbolader ist sogar hin. Eieieiei, das wird teuer. Das wird teuer. Turbolader. Was hat er da geschrieben? 550 Euro EK, 459 für mich, 95 für mich. Hat der ja schon einen kleinen Rabatt beim Shop, weil ich den mal so gerne kaufe? Nein, weil ich es gesealt habe. Ui, wir haben jetzt grad, hatten gerade 11.444. Das sah auch schön aus, die Zahl. So, also an EP. Dann haben wir die Zylinderkopfhaube, die ist noch gut. Die kann man nochmal nehmen. Da ist das Beste noch nicht von ab. So, dann geht's jetzt los. Zündspulen. Ach, eine wäre sogar noch okay gewesen, aber. Komm, alles Neue macht der Mai. Kunde freut sich, wenn er neue Teile kriegt. So, dann brauchen wir Kraftstoffverteiler DI. Den brauchen wir neu, ne? Das hatte ich mir fast gedacht. Ich guck mal kurz ins Inventar.
Ach, jetzt immer kann ich nicht so gucken. Gut, dann machen wir es so. Dann machen wir einzeln hier. Stoffverteiler, die. Dann gucken wir schon mal gleich wegen Ansaug. Machen wir die schon mal an. Ich glaube, die können wir nämlich auch kaufen. Ja, die einbauen. Und die Ansaugbrücke, Ansaugstutzen. R4DI. Nehmen wir auch. R4DI. Haben wir. Da haben wir ein paar Schrauben. Zack. Oh, an. Da auch. So, und dann haben wir hier die Drosselklappe R4. Die brauchen wir auch noch. Alles klar. Mann, Mann, Mann. Also da ist es wirklich ziemlich viel kaputt gewesen. Da wäre ja fast besser beraten gewesen, ein neues Auto zu kaufen. Auch wenn die hier, wenn man sie gesehen hat in dem Salon, ne? Die Autos, die sind ja echt schweineteuer. Da wird einem ja, da wird einem ja schlecht bei. So, den Bremskraftverstärker brauchen wir auch noch. Oder? Da. So, dann können wir wieder Öl drauf füllen, dann können wir wieder Kraftstofffilter schon, nee, braucht man nicht, ne? Das haben wir alles gemacht, ja. Dann können wir den Öl mal ganz kurz auffüllen. Dazu müssen wir den destruktiven Modus mit dem Deckel abkriegen und hier richtig schön das Öl reinkippen können. Und dann können wir mit ihm wahrscheinlich mal über die über den Diagnosepfad fahren, damit wir herausfinden, was noch alles so kaputt ist bei ihm. Mal, jetzt haben wir ja schon einiges geschafft. Alle erkannten Teile sind jetzt auch repariert, das ist schon mal gut. Und vier Teile sind es noch, ich denke mal, das ist was an der Bremse. Und dann haben wir ja natürlich hier die Karosserieteile, die wir noch brauchen. Obwohl, das könnte man nicht schnell mal machen, die Karosserieteile kaufen. Wie heißt denn du? Du heißt Sakura Moon. Brauchen wir einen Kotflügel vorne links und eine Lampe links. Gucken wir doch mal. In den Body Shop bitte. Na, Body Parts. Moon. Sakura Moon, alles klar, das ist schon mal richtig. Einen linken, den brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen linken vorderen Kotflügel. Das können wir dann schon mal hier anbauen. Ne? Dann gehen wir schon in den Anbaumodus. Kotflügel dran. Linken Scheinwerfer dran. So, der rechte Kotflügel sieht zwar scheiße aus, aber was soll's. Hier fehlt doch rechtes Rücklicht und die hintere Stoßstange. Alles klar. Kaufen wir doch glatt. Ein rechtes Rücklicht hätten wir gerne. Und eine hintere Stoßstange. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? So. Schönes Rücklicht wieder dran bauen und die Stoßstange wieder dran bauen. Sehr schön. Gut. Das heißt hier, den haben wir fertig schon. Den Teil auf, da können wir auch schon fertig. Dann müssen wir jetzt bloß noch diese vier Teile finden, die hier wirklich irgendwie irgendwas noch kaputt ist. Ich vermute, es ist wirklich was an der Bremse. Deswegen gehen wir mit dir mal. Ja? Achso, ich muss wieder in den normalen Modus. Entschuldigung. Motor springt nicht an. Wieso springt der Motor nicht an? Habe ich jetzt irgendwas vergessen hier anzubauen? Moment. Gucken wir ins Lager hier. Was haben wir hier alles? Turbolader, den haben wir an die Bord, das haben wir an die Bord, das haben wir an die Bord, das haben wir an die Bord. Was haben wir neu gemacht? Vor allem Kolbenring habe ich neu gemacht. Müll verkaufen, Sell All. Na gut, bei Sell All kann man immer noch. Kann man die eigentlich schon sortieren jetzt mittlerweile? Nein. Wollte ich jetzt nicht lesen. Können wir schon mal Müll verkaufen. Are you sure you sell junk parts? Yes. Das sind alles keine Junk Parts? Okay. Oder zeigt er mir noch nicht alles an? Oder da ein bisschen durcheinander. Naja gut, wir werden sehen. So, aber... Warum springt der Motor nicht an? Öl habe ich doch drauf. War das gut? Puh. Hm, na gut. Nun gut. Dann müssen wir selber gucken. Let's take a look. So. Und zwar hiermit. Gucken wir dann mal hier ein bisschen rum. Bremsscheibe. Ah, die ist zwar nicht ganz heile, aber auch nicht ganz kaputt. Belege, hier geht auch alles. Okay, dann machen wir hier. Ich hätte es ja echt in der Bremse vermutet. Aber die scheint es wirklich nicht zu sein, ne?
Der Tank sah auch scheiße aus hinten, ne? Da, Entschuldigung, das sah ja nicht mehr so schön aus. Scheibe, die ist auch noch okay. Okay. Okay, Tank kann man nur mit diesem komischen Drucktool auseinander. Nee. Lass ich mal noch mal ganz kurz, danke hier. Bremssattel ist okay, Bremsbelach ist auch okay noch und die Bremsscheibe. Alles noch. Nee, warte mal, da war noch irgendwas. Achso, das war rot, weil ich da jetzt bauen wollte. Dann gucken wir mal hier mit dem Auspuff. Auspuff nochmal an. Also der Treibstofftank sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Dann müssen wir aber den ausbauen leider. Um das rauszufinden. Pumpe, ja, die ist hin. Tank ist auch hin. So, und dann machen wir nochmal eine Sichtkontrolle hier beim Auspuff. Der ist okay. Der ist okay. Der ist auch okay. Oh, haben wir zwei weitere Teile gefunden. Es kann ja auch daran liegen, dass der Motor nicht anspringt, ne? Sonst sehe ich erstmal nur nichts. Gut. T. Nee, geht nicht. So, T. Ah, das geht. Dann brauchen wir nicht Bodyparts, sondern wir brauchen hier Treibstoff. Tank. Ja. Pumpe. Wieder ein hier. Und dann gucken wir doch mal jetzt, ob wir mit ihm auf den Motor springen. Aber wir hätten den Motor doch bis zum letzten auseinander. Vielleicht fehlt da bloß noch ein Teil. Nee, eigentlich nicht. Ne? Zündspulen sind da, Zündkabel kann auch nicht fehlen. Anlasser, auch da. Sind auch alle Teile da. Das ist ja sehr, sehr eigenartig. Hier wollen wir den Zusammenbaumodus, ob wir sehen, ob hier irgendwo ein Schatten noch drüber liegt, dass wir irgendein Teil, was wir wirklich vergessen haben. Ich meine, von diesen geskripteten Aufträgen weiß ich ja eh, dass die, sagen wir mal, zu 60% nicht funktionieren. Beziehungsweise, dass mindestens jeder dritte von diesen scheiß Aufträgen, von diesen Aufträgen einen Fehler hat. Wir gucken erstmal, was das hier noch ist. Aus, als wenn das hier abgebaut werden könnte. Sieht aber gut aus. Okay. Können wir anbauen. Wenn man überprüft, ist okay. Warum sollte der Motor nicht anspringen? Öl habe ich doch schon drauf gemacht, oder? Öl ist drauf. Da kann es nicht dran liegen. Batterie? Batterie! Ah, schön. Naja, gut, siehst du wohl. Manchmal. Batterie. Manchmal, aber nur manchmal. So, na denn jetzt? Gucken wir mal. Jetzt haben wir alle. Ein Teil haben wir nicht gefunden. Okay. Aber springst du denn jetzt an? Er springt jetzt an. Wir gucken mal, was für ein Teil da noch vielleicht eventuell ist. Wenn wir einen Teil nicht gefunden haben, was haben wir denn jetzt noch nicht auseinandergebaut gehabt an diesem Motor? Filter, Gehäuse, das habe ich angeguckt. Achso, hier geht das ja nicht. Ich muss ja hier diagnostizieren. So. Gucken wir einfach mal. Vielleicht sagt er uns noch irgendwas. Können auch über der Teststrecke nochmal heizen. Aber weil wir es so gar nicht gefunden haben, das finde ich natürlich schon echt spannend, muss ich sagen. Da weiß ich noch nicht, was das ist. Das werden wir mal rausfinden. Dann müssen wir halt, wenn zur Not, müssen wir halt nochmal einmal alles auseinanderkloppen, ne? Hier drinnen sieht es auch schon aus, ey. Guck dir das mal an, ey. Mann, alles die Brauchspuren dran. So,
So, der sagt mir hier, alles in Ordnung. Also an der Bremse liegt es nicht. So. Noch ein Reifen platt oder so? Und auch nicht, ne? Ach, schade. Nee, ich will ihn eigentlich gerne bewegen. Ich kann jetzt noch einmal die Teststrecke abheizen, aber denke mal, dann das naja, machen können wir es ja trotzdem, aber ich bin nicht guter Dinge, dass wir das da finden. Ein Teil nicht gefunden. Weil ich schon die ganze Zeit, was da noch so für Nettigkeiten drin sein könnten. Vielleicht noch ein Kurbelwellegehäuse oder sowas noch nicht richtig. Schon defekt waren. Ups, ein bisschen drüber hinausgeschossen übers Ziel. Mal gucken, ob er jetzt hier eins gefunden hat, aber das vermute man ja nicht. Nee. Ist alles okay, ne? Ja. Also ich vermute, vielleicht ist es wirklich so ein Kurbellagergehäuse oder sowas. Oder halt ein Reifen, der platt ist. Ja, probieren wir erstmal die Reifen und danach probieren wir das Kurbellagergehäuse. So. Ein Reifen. Ich würde gerne den. Danke. Immer wieder unterschiedlich. Eigentlich wollte ich da mal eine feste Reihenfolge haben, aber naja. Ich habe mich auch gestern mit einem Abonnenten ganz kurz darüber unterhalten. Im Livestream. Die haben mich gesagt, dass ich das immer so mache. Aber. Naja. Mal die einmal hier drauf und dann gucken wir mal, ob da einer vielleicht ein bisschen beschädigt ist. Der sieht gut aus, der sieht gut aus, der sieht gut aus, der sieht gut aus. Gut, okay. Also wissen wir, an den Reifen liegt es schon mal nicht. Dann lassen wir nochmal das Öl ab. Nochmal unten ins Kohlewellengehäuse. Könnte sein, dass wir da noch ein Problem haben. So, komm mal weg hier. Ölwanne. So, gucken wir hier noch mal rein, dann machen wir hier mal kurz den Inspektionsmodus an. Weil die sehen eigentlich alle ganz gut aus. So, der Deckel. Nee, das ist auch nicht. Jesus Maria. Am Rotor ist es auch nicht. Achsträger auch nicht. Lichtmaschine. Mit Demontage geprüft werden. Jetzt haben wir aber fast alles durch hier, ne? Kann nur noch eine Demontage geprüft werden. Aber machen wir nochmal kurze Sichtprüfung hier. Also im Motorbereich haben wir alles. Okay, die beiden Teile hatten wir nicht ab. Der sollte doch eigentlich die Lima mittesten, oder? Der Anlasser ist es. Alles klar. Okay.
Den als nicht so kaputt. Naja. Okay, der Anlasser ist es. Alles klar, wir haben es gefunden. Dann bauen wir ihn irgendwann wieder dran. Da hätte er jetzt ja wirklich sagen können, das Auto springt immer noch nicht an, ne? Wenn der Anlasser kaputt ist. Nee. Aber, na gut, okay. Hätte ja noch hartnäckiger sein können. Hätte noch drauf kommen können in der Kette. Ja, dass der Anlasser ist. Man hätte drauf kommen können. Aber das ist ja okay. Gut. Dann bauen wir wieder alles zusammen. Also ich wollte den Auftrag unbedingt in dieser Folge noch fertig haben. Deswegen gibt es hier auch wieder ein bisschen mehr Minuten. Zum Abend hin. Macht aber nichts. Ich denke mal, euch stört es nicht, wenn ich hier ein bisschen länger schraube und so weiter und so fort und das Problem auch noch ausfindig mache. Theoretisch könnte ich die Folgen nach den Aufträgen benennen, ne? Also nach den Kampagnenaufträgen, damit ihr dann eventuell mal später oder falls ihr noch nicht so weit seid oder so, dann mal nachgucken könnt, welche Teile sind es denn wirklich alle. Damit ihr nicht, wie ich, dann so lange suchen müsst. Aber gut. Oh, bauen wir den hier auch noch dran. Dürfen wir nicht vergessen, Öl wieder drauf zu schrauben. Drauf zu schrauben, sehr schön, drauf zu lassen. Dann haben wir zweimal frisches Öl reingekippt. Haben wir es einmal gereinigt, den ganzen Laden. Kann man es ja halt sowas verkaufen, ne? Motorinnenreinigung. Motorinnenreinigung mit Öl. Ja. Sauber eingeölt der Motor wieder. Da geht wieder was. Da kannst du jetzt wieder zwei Jahre lang nur tanken und fahren und dann kommst du wieder vorbei zu einer Inspektion und dann gucken wir mal, was dann bis dahin noch alles kaputt gegangen ist. So, dann machen wir hier mal Anlasser. Naja, gut, ja, der sieht nicht mehr ganz so gut aus, das stimmt schon. Quarz. Na, da ist er ja schon. Da ist er ja schon, der Anlasser. So. Bauen wir hier noch einen neuen rein und dann sind wir hier auch durch. Sehr schön. Klappe zu. Nachgucken. Jupp, ist fertig. Dann gehen wir mit ihm zur Garage. Und ich sag, dass das eine Folge, oder das war eine Folge, Car Mechanic Simulator 2018 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war wieder ein bisschen schnell. Und wir geben uns oder sagen zum Kunden, komm, gib uns nochmal $15.853. Und euch wünsche ich einen schönen Restmontag. Auf Wiedersehen.